So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Suda Sam Second Encounter. Wir sind hier in diesem seltsamen Raum und haben noch einen Pony gefunden. Ich habe bis jetzt übrigens keine Beschwerde über die Aussage Pony bzw. die Füllfarbe bekommen, von daher mache ich einfach so weiter. Die auch so rum. Eingabe zum Analysieren, einfach nur damit sich nicht wichtig fühlt. Wenn du weitergehen willst, musst du einen Weg finden, den Lüftungsschacht da oben zu erreichen. Dieses mittelalterliche Uhrwerk sieht nicht besonders stabil aus. Vielleicht kannst du es zu unserem Vorteil drehen, indem du die Zahnräder beschädigst. Finde das schwächste Glied. Jenes wird's. Okay, welches ist das Schwächste? Ich würde sagen, das Kleinste. Ja, passt so, ne? Wasser, Wasser, Wasser. Geheime Energie gefunden, sehr schön. Unerwartet. Das Versteck war mir auch nicht so bewusst. Hey! Aggressives Pony. Dum, dum, dum. So, den speichern wir doch mal schnell. Und um das hier zu unserem Vorteil zu benutzen, müssen wir eigentlich auf dieses Ding draufspringen. Da warten wir mal kurz. Oder auch nicht. Ja, deswegen finde ich den Raum auch nicht ganz so cool. Ah. Noch was zum Wegspringen. Yes. Gut. Was für eine fette Uhr. Wie soll denn nicht so viel Zeit ziehen, hier schreiben? Wenn hier so ein Schrei halt ist. Da kommt immer noch einer. Ich finde halt den Sound von ihm. Wo ist er? Voll versteckt. Da! Wie war das noch? Einfach mal in die Menge schießen? Ja. Funktioniert. Sehr gut. Die einzige Explosive, die wir haben. Ah, hab ich gefunden. Sehr gut. Da ist er. Jetzt ist er. Ja.
Ihr brennt alle, oder? Dann dauert das ja nicht mehr so ewig. Synchron sterben. Wuhu, können sie gut. Hier ist nichts, scheinbar. Gut, da ist nichts. Tür geht auch nicht auf. Das ist auch alles leer. Kann ich dahinter hüpfen? Ja, kann ich. Krass. Okay. Ich habe eben noch ein Pony gehört. Das wird wahrscheinlich hier irgendwo feststecken. Ihr hört es jetzt auch. Und noch eins. Geheime Rüstung gefunden, ist okay. Dann gehen wir eben. Analysiere. Wir kommen nicht in die Burg, solange die Brücke oben ist. Ich schlage vor, wir machen hier ein bisschen Ärger. Vielleicht lassen sie die Brücke runter, um Verstärkung zu schicken. Das könnte eine Chance sein. Ja. Ja, ich glaube, die brauchen keine Verstärkung schicken. Die Verstärkung kommt von alleine. Was ist da gerade runtergefallen? Warum? Ja, spawnen gleich einen neuen. Eine super Idee. Gibt's hier wieder irgendwas Serious Damage? Zurzeit finden wir von allem immer eine Munition. Alleine schon durch die Anwesenheit dieser Munitionspacks haben wir immer alles. Gut. Still Unverwundbarkeit. Ah. Was nehmen wir dafür, ne? Sport finde ich nicht. Einige Schüsse mehr in näherer Umgebung. Ja, ich habe gerade wirklich an beiden vorbeigeschossen. Wirklich beide. Aber wie viel hältst du denn noch aus? Entdeckt, sehr gut. Okay, hier ist nichts kaputt war. Nicht
noch geheimere Munition entdeckt. Das ist schade. Hier ist der Weg zu Ende. Gehen wir wieder zurück. Ja, ihr seht, man findet hier halt ausreichend. Aber da ich die gerne zum Wendeabklopfen nehme, nehme ich sie nicht so ganz so viel zum Kämpfen. Es ist jetzt nicht so, dass wir da wirklich irgendwie Mangel hätten, aber ich habe halt lieber einen Vorrat. So große leere Räume wie diesen hier. Oh, geheime Rüstung. Ja, wenn ich darüber springe, bringt mir das wahrscheinlich auch nichts. Ah, sie haben das Tor runtergelassen, sehr schön. Das ist aber nicht nur eine Burg, das ist ein halber Berg. Ups! Falsche Waffe in der Hand. Instinktiv erstmal abgedrückt. Ja, man könnte sagen, man sieht. So. Ja. Gut. Soweit zufriedenstellend. Ah, du hast ja überlebt. Wie machst du das denn? Und viel schlimmer, warum? Hui. Im Raum? Nein. Ein Speicher für die Gegner. Hier geht's nicht weiter. Dann geht's hier wohl runter. Und das sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein Geheimnis. Wo ist dieses verwirrt klingende Pony? Ja, wir haben ein Fischproblem unter Wasser, das gebe ich zu. Guter Überblick. Minuten. Okay, hier scheint erstmal nichts. Really? Ist ins Wasser gefallen. Ist gar nicht peinlich oder so? Da hinten scheint mir noch was zu glitzern. Geheime Energie gefunden. Es ist immer gut, sich nach dem Auffinden einer geheimen Energie zu kratzen. Irgendwo. Egal wo. Sag mal, nimm die Hand von der Tastatur von der Maus.
Oder von der Tastatur, das geht auch. Also ist beides schlecht. Beim Auffinden von Geheimnissen muss man immer alles bereit haben. Ja, ja, ja. Hab ich schon mal drüber philosophiert, wie mit Schusswaffen unter Wasser funktionieren? So Richtung bescheiden bis gar nicht. Ne? Ist auch nicht weiter interessant, also. Es ist halt. Statt Luftwiderstand wird Wasserwiderstand eingesetzt und Wasserwiderstand, also. Widerstand des Wassers gegen Bewegung ist halt immens groß. Ich glaube irgendwie 20 mal so hoch wie von Luft. Das heißt, die Kugeln, selbst wenn sie luftdicht gelagert, also wasserdicht gelagert sind, also ne, selbst wenn das Schwarzpulver in den Kugeln nicht nass wird, haben sie durchschnittlich 20% weniger Geschwindigkeit, und da die Geschwindigkeit eigentlich alles ist, was die Kugel ausmacht, also die Durchschlagskraft der Kugel, es ist halt hinfällig. Ballistik ist kaputt. Durchschlagskraft ist kaputt. Und da die Bremsung bereits im Lauf stattfindet, ist halt wirklich fraglich, ob das überhaupt eine vernünftige Idee ist, außer in absoluten Notfällen unter Wasser zu schießen. Weil man sowieso nur in absoluten Notfällen irgendetwas schießen sollte. Wo man jetzt auch wieder der mittelalterlichen Technologie zugutekommen muss, die hat den Vorteil, dass die Pfeile nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch hohes Gewicht ihren Schaden verursacht. Also eine Kugel wiegt 5-6 Gramm und ein Pfeil ist jetzt auch kein Schwergewicht, gebe ich zu, aber mit gut 100 Gramm 200 Gramm, je nach Pfeil und Bogengröße und so weiter. Alleine schon Holzart für die Pfeilverwendung. Ja, hier darf jeder Gegner sterben. Das ist ganz richtig. Oh, werft mich nicht runter. Muss ich erstmal wieder in Sicherheit laufen. Nachgucken. Sind Pfeile halt. Ja, bedeutend langsamer, aber trotzdem durchschlagskräftig, weil um eine gewisse kinetische Kraft aufzubauen, braucht man bei 5 Gramm eine enorme Geschwindigkeit, während man bei 500 Gramm schon normales Wurftempo ausreichend hat. Da bist du. Sehr gut. Würdest du eventuell Platz? Ja? Zu freundlich. Oh! Das ist jetzt unerwartet. Ich müsste mir mehr Umstände machen, um da anzukommen. Jetzt kommen wir übrigens zu einem kleinen Trick, den ich gerne nutze, wenn ich nicht so viel Bock auf Rumhüpfen habe. Gerade am Boden kämpfen möchte. Genau, ihr seht schon. Man muss viel weniger auf diese Dinge aufpassen, wenn man sie einfach wegsprengt. Gab es hier nochmal Respawn? Ja, nein, vielleicht. Maybe I don't know, I don't wanna know. Gut. Also nochmal für alle zum Mitschreiben, die Dinger sind kaputtbar.
Die Säulen übrigens auch. Ja, das war nur so ein Gegner-Einlass, oder? Springen wir mal rein. Ja. Vernünftig ausgeleuchtet ist ein Gegner-Einlass. Ja, also wer keinen Bock auf rumhüpfen und so hat, einfach ein, zwei Raketen gegen die Säule und Problem ist gegessen. Wenn man die Säule natürlich zum Schutz da lassen möchte, dann schießt man einfach nur dieses auf- und abfahrende Sternchen kaputt. Erfüllt auch seinen Zweck. Und das Fass hier unten kaputt zu schießen, ist nicht unbedingt ein sofortiger Fehlschlag, aber es erschwert den Sprung doch. Weil so bin ich jetzt auf meine Sprunggenauigkeit 0 angewiesen. Ich lande auf dem Fass und gehe hoch. Passiert da noch was oder habe ich den Schalter gerade umsonst umgelegt? Ich höre da oben schon ordentlich. Ja. Dann würde ich aber soweit mal sagen, mache ich genau hier eine Pause. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme, aber meine Uhr ist abgelaufen. Insofern mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.